Destillationskammer. Was ist das für ein schrecklicher Ort? Da ist man ja regelrecht dankbar für die Dunkelheit. Also, um ehrlich zu sein, die Dunkelheit war mir lieber. Wozu mag dieses scheußliche Ding dienen? Die relevantesten Quellen. Die Zweckdienlichkeit menschlicher Seelen. Handbuch des Einbalsamierens. Machtübertragung, unorthodoxe Methoden. Die Unsterblichkeit und Du. Die schwarzen Künste für Laien. Kompendium praktischer Zauberei. Puh, nicht gerade leicht, der Epyre. Vielleicht wollte Lord Ravenhurst mehr über solche Dinge erfahren. Hier fehlt ein Buch. Hier ist der Leuchtturm. So, wir haben jetzt zwei Tropfen. Was kann ich hier tun? Keine Ahnung. Für alle, die stets lügen und auf das mein Ende nie kommen möge. Da steckt ein Rabenschädel im Rohr. Wie ist er da reingeraten? Keine Ahnung. Also hier fehlt einfach nur ein Buch. Ein richtiges Labor für die Wissenschaft des Makabren. Pumpe. Okay. Da können wir wimmeln, das will ich aber noch nicht. Hier müssen wir die Tropfen einsetzen. Akute Schwertvergiftung. Korrigierende Kopfentfernung. Unfall beim Halsstrecken. Verstümmelungssyndrom. Na, sehr schön. Wir brauchen Rabenklaue, goldene Kette, Reagenzgläser im Halter, da fehlt anscheinend noch eins, das ist hier, Spiegel, Schlüssel, Pfeife, ohne Spritze, Buch, Dolch, Schriftrolle, Seepferdchen, Symbol der Ewigkeit. Ach, das war's schon. Buch. Seit Urzeiten existiert in dieser Region eine einzigartige Quelle der Macht. Ihr Ursprung ist ungewiss. Sie ist so alt wie das Land selbst. Im trüben Wasser des Seelenbrunnens schlummert unermessliche Macht und vielleicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Wenn es Lord Ravenhurst tatsächlich gelungen ist, den Brunnen der Seelen zu finden, dann weiß ich, warum Alistair hier ist.
Ja, hätte ja sein können. Ein Fass. Nein, na gut. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Hier fehlt noch ein Tropfen. Wir haben nämlich erst drei. Und wir haben den vierten Tropfen. Sehr gut. Und es ist ein Ravenhurst-Rätsel. Juhu! Der Gerichtsdiener hat die Leichen besorgt. Die Totengräber haben sie tauglich gemacht. Der Gerichtsdiener wird uns mit Leichen versorgen. Die Leichen müssen sorgfältig auf den Destillationsprozess vorbereitet werden. Jedwede Beschädigung muss repariert werden. Okay. Okay, das stimmt aber schon. Aha, wusste ich's doch. Hier haben wir irgendwie eine Marke. Nicht so ganz klar, wohin damit. Nein? Auf dem Buch liegt ein rundes Emblem. Platziere es in dem Förderwagen. Was für ein... Ach so. Ah, ah, da muss es rein. Okay. Das ist ja einfach. Ich dachte, ich muss da jetzt irgendwie Ventile öffnen oder sowas. Der Destillationsprozess beginnt, sobald man die Leiche dem Rahmen übergeht. Mit der Zeit entnimmt der Mechanismus dem Körper die Lebensenergie. Daraus gewinnt man in der einen der Komponenten für das Aqua Eterna. Dreh den roten Kreis rechts, bis sich jeweils zwei zusammengehörige Symbole übereinander legen, okay?
Okay, was ist das denn jetzt? So, jetzt habe ich einen Menschen. Wasser aus dem Seelenbrunnen vermischt mit dem Elixier des Lebens. Aber zu welchem diabolischen Zweck? Das möchte ich gar nicht wissen. Verbinde gleichfarbige Felder, ohne dass sich die Wege überkreuzen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gar nicht möglich, aber das war gelogen. Oh. Ach so, für das Aqua Eterna. So. Nach dem Abfüllen der Essenz beginnt der wichtigste Schritt des Prozesses. Die Maschinen entnehmen Wasser aus dem Brunnen der Seelen und mischen es mit der gewohnten Essenz des Lebens, gewonnenen. Und aus der reinen Essenz des Lebens und den Wassern aus dem Brunnen des Lebens habe ich Aqua Eterna erschaffen. Damit kann ich meinen Wunsch erfüllen, Unsterblichkeit. Die Mixtur kann bei korrekter Anwendung das Leben unbegrenzt verlängern. Ich glaube, hier muss ich diese Symbole aus denen da drunter bilden. Oh, das ist schon vollständig. Sehr gut. Die auch. Sehr schön. Okay, das haben wir auch. Ja, da habe ich es doch gerade schon hingestellt.
Okay. Die Flüssigkeit von einem Blatt zum anderen, bis in dem längsten nur noch eine Einheit übrig ist. Ah Mist, ich habe immer noch zwei. Also ich hatte jetzt eine, aber leider im falschen Glas. Wieder im falschen Glas. Gib's doch nicht. Jetzt aber. Sechs, fünf, eins, zwei, ach so. Reifenkopf und Gewicht. Ja, mein Gott, wir haben jetzt jede Menge Gedöns eingesammelt und weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin.